Was war diese Webseite? Ja, guten Morgen allerseits. Es freut mich sehr, euch im Namen des Organisationskomitees des Open Education Half Day 2020 zu begrüßen. Es ist wirklich sehr ein emotionaler Moment, weil ihr habt das Video gesehen. Letztes Jahr hatten wir einen schönen Tag, einen Samstag, fast so schön wie heute. Wir waren an einem Ort, aber dieses Mal, wie gesagt, sind wir nur virtuell. Es ist der erste und hoffentlich auch einzige virtuelle Open Education Half Day. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid, trotz allem. Ich hoffe, wir fühlen uns doch irgendwie ein bisschen verbunden über diese ganze digitale Verknüpfung. Wie gesagt, ihr habt hier einen schönen Rückblick gehabt vom 2019. Die, die dabei waren, es war wirklich ein toller Tag. Ich hoffe, dass wir trotz allem, dass heute jetzt hier ist, auch einen tollen Tag haben an diesem Open Education Half Day 2020. Er wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen, weil, wie gesagt, es ist einerseits ein Experiment für uns als Open Education Half Day, dass wir überhaupt den so kurzfristig umstellen konnten, denke ich, das ist wirklich grenzt an ein Wunder. Aber es ist eben auch weltweit ein entsprechend kritischer Moment, den wir heute in unserer Gesellschaft ja auch haben. Und umso mehr denke ich, dass es ja wichtig ist, dass wir das jetzt so durchziehen. Weil wenn nicht wir, wer dann? Wenn nicht jetzt, wenn nicht heute. Und von dem her freut es mich sehr, dass ihr da seid. Zuerst kurz ein paar Worte. Wer sind wir überhaupt? Einerseits eben die drei Organisationen dahinter: CH Open, Open Source Förderverein der Schweiz. Seit rund 20 Jahren, also über 30 Jahren gibt es diesen Verein, sehr aktiv engagiert in verschiedenen Bereichen zur Förderung von Open Source Software, Open Standards und weiteren Open Themen. Dann ganz wichtig, die Pädagogische Hochschule von Bern. Da gibt es vier sehr engagierte Leute aus dem OKA, die sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr stark engagiert haben. Und dann von uns, von der Uni Bern, Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit, der Ronny Standke und ich. Genau, hier seht ihr noch kurz die Köpfe der Leute. Vielleicht könnt ihr euch auch kurz einschalten, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit euch alle sehen. Wir haben eindrückliche 106 Leute, die uns momentan zuhören und zuschauen, auch wenn wir nur zu Hause sitzen und quasi in unsere Videocam reinquatschen. Ist es doch eindrücklich, sich vorzustellen, 100 Leute sitzen jetzt quasi vor uns und hören uns zu. Ihr dürft dann aber auch möglichst bald dann mitmachen. Also wir haben, nein, ich stelle noch kurz das Team vor, sorry. Also zuerst mal Jörg, wo bist du, Jörg? Kannst du kurz was sagen? Einfach damit ich nicht alleine rumquatsche. Ja, ich begrüße dich auch alle herzlich und bin froh, dass es super klappt bis jetzt. Ich drücke uns allen die Daumen und wünsche euch einen ganz schönen Vormittag heute. Super, vielen Dank, Jörg. Danke, dass du dabei bist. Cornelia, kurz ein paar Worte von dir. Guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich und ich bin total gespannt, wie der heutige Half Day ablaufen wird. Sehr gut. Ja, merci, danke. Cornelia, dann Matthias. Du sitzt in einem sehr spacigen Raum. Wo sitzt du genau da? In deiner Werkstatt? Das ist nicht ein spaciger Raum, das ist einfach mein Arbeits- und Werkstattzimmer. Ja, guten Morgen miteinander. Ich wünsche euch einen spannenden Vormittag und hoffe, dass alles klappt. Vielen Dank fürs Kommen.
Genau, super, merci. Merci auch für deine Mitwirkung. Dann Nathalie Sins, von ihr habt ihr ganz viele E-Mails gekriegt in den letzten Wochen. Wer bist du, Nathalie? Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich bin die Vertreterin von CH Open, die hier den Open Education Day organisieren. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit dieser virtuellen Sache, die wir hier wirklich sehr kurzfristig auf die Beine gestellt haben. Schön sind so viele Teilnehmer. Momentan sehe ich 107 bereits jetzt mit dabei. Und ja, auch ein großes Dankeschön an das ganze Organisationskomitee. Ohne die wäre ich ziemlich verloren gewesen, vor allem technischer Seite. E-Mail schreiben ist immer eine Sache. Aber ja, vielen Dank. Seid ihr alle dabei und viel Vergnügen. Super, sehr schön. Merci Nathalie für deinen großen Einsatz. Ich sehe gerade, weitere Leute klinken sich da mit Video ein. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Feature bei diesen Videokonferenzen. Jeder kann auf der Bühne stehen quasi. Grundsatz ist eben grundsätzlich, schalten wir das Video aus, wenn wir nicht gerade aktiv mitdiskutieren, also die Policy. Aber zu dem komme ich nachher noch im Detail. Gehen wir mal weiter mit Pascal Piller. Wer bist du? Ganz kurz ein Hallo an die Community. Genau, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Pascal Piller von der Pädagogischen Hochschule Bern. Ich bin auch sehr gespannt auf den heutigen Tag und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Genau. Sehr gut. Merci Pascal. Du bist auch einer der führenden Leute in diesem ganzen Thema vom Open Education Day. Und last but not least, Ronny Stanske, live ja. Aus dem Serverraum einer alten IBM Mainframe, oder was sitzt du da genau? Genau, das ist eine IBM 360, eine uralte Maschine, die ich auch in meiner Vorlesung kurz erwähne. Nein, ich sitze natürlich vor einem Greenscreen. Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzliche Grüße an alle und bis nach Norddeutschland, muss ich sagen. Wir sind ja jetzt hier das erste Mal gemeinsam und trotzdem über ganz Europa verstreut. Tore, der jetzt mit dabei ist, wie ich sehe, ist wahrscheinlich wieder am nördlichsten. Also herzlich willkommen und ich freue mich auf den heutigen Vormittag. Ja, super. Vielen Dank für eure kurze Grüße aus euren jeweiligen Wohnungen und Homeoffices. Ronny, du hast es gesagt, eben der ganze virtuelle Open Education Day hat Nachteile. Eben, wir sehen uns nicht physisch und wir können nicht Smalltalk machen, so wie im üblichen Rahmen, aber es hat eben auch Vorteile. Also wir haben eben, wie gesagt, Leute von weit her, die teilnehmen können, Leute, die, oder eigentlich alle, die ja nicht rumreisen müssen faktisch, und wir sparen sehr viel CO2, könnte man hoffen. Also wenn es jetzt nicht gerade die Server durchbrennen, dann sparen wir tatsächlich einiges an Energie. Also von dem her, das denke ich auch, ist ja auch eine der Chancen der Digitalisierung, der Chancen dieser ganzen Krise, dass wir in dem Sinn ja, diese neuen Möglichkeiten wirklich jetzt mal gezwungen sind auszunutzen. Und wie gesagt, das war auch der Grund, wieso wir gesagt haben, ja nein, einfach nur absagen oder verschieben, das ist eigentlich keine Variante. Wir versuchen das Experiment und wir machen den ganzen Open Education Day mal virtuell. Ganz wichtig ist mir zu erwähnen, wer steht auch noch weiter hinter uns. Das ist schon langjähriger Partner, die Hasler-Stiftung. Die Hasler-Stiftung unterstützt uns jedes Jahr mit einem namhaften Betrag für alle Unkosten. Und auch dieses Jahr haben wir natürlich Unkosten und deshalb sind wir froh, dass auch die Hasler-Stiftung insbesondere in diesen virtuellen Zeiten uns eine Spende gibt. Dann dieses Jahr ganz wichtig mit dabei, das sind die Tech-Kids. Ihr kennt sie alle, weil wir sind alle bei Ihnen zu Hause sozusagen. Wir sind bei Ihnen auf Ihrem großen, fetten Server von Big Blue Button. Ich habe jetzt ehrlich gesagt einen Überblick gar nicht. Dominik, bist du irgendwo unter den Teilnehmenden? Ja, genau, ich sehe dich, Dominik. Wir haben abgemacht, wenn alles gut geht. Mitten unter uns, ja. Wenn alles gut geht, meldest du dich. Ja? Und sonst werden wir das diskret überspringen. Aber es läuft nicht. Super. Ich bin mitten unter euch. Sehr schön, sehr schön. Kannst du uns ein Update geben aus dem Serverraum? Wie heiß ist der Server schon? Weißt du das? Ja, wir melden spannende Temperaturen von ungefähr 26 Grad, Strand- und Sonnentemperaturen von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Aber ansonsten ist alles gut.
Super. Also sag doch ganz kurz, wer seid ihr von TechKids? Ihr gebt uns eine tolle Plattform. Jetzt möchte ich euch kurz ein paar Worte übergeben. Ja, wir sind eine Jugendorganisation eigentlich. Wir kümmern uns um alles, was mit freier Software in der Bildung zu tun hat. Sowohl in Schulen als auch außerhalb und möchten alles fördern, was irgendwie freie Software, freie Dienste in der, in der Bildung voranbringt. Und freuen uns deswegen enorm, dass wir dieses Jahr diese tolle Konferenz hier, die wir das letzte Mal leider 2015 besuchen konnten, hat ja auch alles dein Gutes, ne? Dass wir dieses Jahr dann tatsächlich Co-Gastgeber sein können. Das freut uns sehr, trotz aller Umstände. Mehr gibt es gerade gleich in unserer Keynote zum Thema unseres Schulfreiprojektes. Und ich wünsche natürlich auch allen eine hervorragende Konferenz. Super, ganz vielen Dank für deine und die Arbeit von deinem Team. Ihr habt in den letzten Tagen, Wochen uns sehr stark geholfen. Es war ja auch eure Idee. Wir hatten zuerst gesagt, ja, wir machen es mit Zoom, aber ehrlich gesagt ist das schon nicht so ideal, wenn wir als Open Education Day auf so eine proprietäre Plattform abhängig sind. Und ich kannte einfach ehrlich gesagt keine Open-Source-Plattform, die jetzt gerade so zur Hand wäre und das so einfach in Anführungszeichen realisiert hätte. Und deshalb, wie gesagt, waren wir enorm froh, dass ihr uns das Angebot gegeben habt, dass wir die ganze Durchführung auf eurem großen Big Blue Button Server machen können. In Big Blue Button, das ist das Tool. Ihr seht das hier angezeigt. Es ist ein Open Source basierter Web-Video-Conferencing Server und es ist eben noch viel mehr. Es ist wirklich so eine Lernumgebung, wo man Folien teilen kann, wie ihr es da gerade seht. Ihr könnt auch die entsprechenden Folien runterladen, wenn ihr nach unten links auf diesen Download-Knopf drückt oder ihr könnt in den Breakout-Rooms reden und so weiter. Ihr könnt mit den Leuten chatten. Das ist von dem her wirklich eine sehr praktische, große Anlage. Aber wir wollten jetzt auch gerade mal das Experiment wagen, diese Umgebung zu testen. Geht das überhaupt für über 100 Leute, so eine Konferenz durchzuführen? Weil, wer sich ein bisschen auskennt, es braucht richtig große, anspruchsvolle Server und Software, die das aushalten kann. Und bis jetzt scheint es wirklich gut zu laufen. Also ich rede jetzt einfach mal und ich gehe davon, ihr hört mich. Aber soweit ich die Reaktion gehört habe, ist das der Fall. Ja, damit das weiterhin gut läuft und alles rund abgeht, kurz ein paar wichtige Anweisungen. Ihr habt das wahrscheinlich schon auf der Webseite gesehen. Hier nochmal mündlich. Ihr seht zuerst mal diese